Willkommen zurück zu 80 Days, dem Abenteuern von Passepartout und Phileas Fogg. Wir sind mal kurz im Menü, damit die Zeit nicht weiter läuft. Wir sind immer noch in Rom an Tag 5 um 10 Uhr. Unser Playthrough-Seat ist I, which Phileas Fogg and Passepartout accept each other. The one is master, the other is man. Interessant. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber okay. Warum nicht? In den Kommentaren habt ihr mir geschrieben, ich soll doch bitte über Stockholm gehen, was ein bisschen zu spät ist. Stockholm ist jetzt nicht mehr auf unserer Reiseroute. Und alternativ dann über Thessaloniki mit dem Ballon nach Alexandria, deswegen werde ich das jetzt mal versuchen. Und wie immer, da die Zeit weiterläuft, muss ich da ein bisschen schnell mit sein. Also geht's los, wir planen die Luftroute nach Thessaloniki. Fliegt morgen erst ab. Das ist okay. Momentan ist meine Geldsituation nicht großartig. Das heißt, den einen Tag würde ich mal spendieren. Solange können wir uns ein bisschen in Rom umschauen. Schauen wir mal auf den Markt. Haben wir irgendwas, was hier wertvoll ist? Das hier wollen wir in Thessaloniki verkaufen. Brazilian Snuff haben wir ja schon ganz gut eingesetzt. Könnten wir auch verkaufen. Ein Hammer. Hammer sind wertvoll in Antalya und Athen. Natürlich. Macht voll Sinn. Helsinki kommen wir nicht mehr hin. Sofia, eher nicht. Desert Drivers Timetable, Middle East. Das klingt durchaus ziemlich nützlich. Das würde ich mir deswegen mal kaufen. Damit haben wir einen neuen Koffer aufgemacht. Den werden wir auch... Wow, mein Spiel hat sich minimiert. Den werden wir auch benötigen, vermute ich mal. Da wir sowieso noch einige Sachen kaufen. Vielleicht sollte ich das hier verkaufen. Es ist auch gelb markiert, vielleicht weil es hier wertvoll ist. Ist das so gedacht? Ich meine, ist das nicht mega der Preis, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo es viel besser wird. Na gut. Oh Gott, die Zeit vergeht so schnell. Man muss sich hier wirklich schnell entscheiden. Ist das wirklich so gedacht, dass man hier nicht pausieren kann? Ich glaube, das ist so gedacht. Immerhin, während die neuen Routen angezeigt werden, ist hier pausiert. Geh nochmal auf den Markt. Will ich diese Marble... Was wollte ich denn? Mach ich irgendwas? Ja, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Aber ich habe noch Platz im Koffer und das kostet jetzt wirklich nicht viel. Ich würde das mal verkaufen. Ein Hammer. Ein Antalya. Vielleicht komme ich dann auch vorbei. Dann die Bank. Macht das dann Montag auf. Wir können noch ein bisschen exploren. Wenn das Ding morgen erst ablegt. Das Luftschiff. Oh, eine neue Route. Nach Venedig. Ich habe eine Münze ins Wasser geworfen an der Trevi von am Trevi-Brunnen. Als die Bersaglieri, wer sind die denn, in den, auf den Platz marschiert kamen. Okay. Und sammeln alle Leute ein. Ich versuche mal zu verschwinden. Ich will eigentlich nicht eingesammelt werden. Das sind immer irgendwelche Soldaten, okay. Aber es waren zu viele, um ihnen auszuweichen. Und einer mit einem Schnurrbart, zeigt mit dem Gewehr auf mich. Nein, sein ganzer Arm war ein Gewehr. An seiner Schulter befestigt mit eisernen Bändern und mit Symbolen verziert. Aha. Ich schaue mal auf seine andere Hand, die aus Fleisch und Blut ist, aber mit einem messerbewehrten Handschuh aus Murano-Glas, was auch immer das sein soll, und Kupfer. Aha. Die anderen Soldaten haben ähnliche Modifikationen. Also, wie gesagt, die historische Korrektheit ist schon längst aus dem Fenster raus. Das war sehr schon, als wir unter Wasser durch den Ärmelkanal gefahren sind. Da habe ich das ja fast noch kurz noch glauben wollen. Gut, Come si chiama, das war italienisch und ich habe bestimmt falsch ausgesprochen. Ich antworte ihm mal, der will ja bestimmt irgendwas von mir. Oh, Moment, da greift jemand in meine Tasche und... Was? Greift in seine Tasche und holt eine Granate raus. Chaos bricht aus. People schreien, Menschen schreien, verziehen sich in alle Richtungen. Einer von den Soldaten schießt wild
gegen die gegen den Brunnen, okay. Und der Mann in Grau flieht in eine Gasse. Boah, hinterher, vielleicht gibt's eine Belohnung. Ich brauche Geld. Ich habe letztes Mal schon dumme Entscheidungen getroffen, als ich im Casino das ganze Geld verzockt habe, aber ich möchte weiterhin dumme Entscheidungen treffen, vielleicht kann ich es ja wieder irgendwie gut machen. Aber er hat wahrscheinlich eine Fluchtroute. Er biegt scharf ab und ich springe auf seine Füße. Bring ihn zu Boden und die Granate explodiert weit hinter mir. Du bist ein Mörder und ein Terrorist, sage ich. Dramatische Geste. Ich bin Alexandre Dubois, ein Suave, was? Okay. Dem Papst verschworen, okay. You and your Squala Dogs will not break me. Ich kann jetzt hier fragen, Squala. Ich kann sagen, I am a tourist, offensichtlich. Aber ich frage mal lieber nach, warum er denn hier Leute in die Luft sprengen will. Das Land muss befreit werden. Und die Squala muss aufgelöst werden. Zerbrochen wie Glas. Na toll. Soll ich ihn den Behörden übergeben oder ihn zum Freund gewinnen? Hallo, ich habe gesagt, ich will eine Belohnung haben. Ich übergebe den Behörden. Ich unterstütze auch keine Terroristen. Das würde Phileas Fogg bestimmt auch nicht wollen. Und zwar dem Soldaten, der mich eh schon befragt hat. Aha, sehr schön. Diese Suave nutzen ihre Religion als Begründung für ihren Aufstand gegen Italien. Na toll. Aber was stimmt nicht mit deinem Arm? Ja, aha, er ist eine Waffe für Italien. Interessant. L'Italia è fatta. Restano da fare gli italiani. Aha. We have made Italy, now we must make Italians. Er ist ein neuer Italiener. Okay. Interessant. Kriege ich jetzt keine Belohnung dafür? Ist das wirklich deren Ernst? Achso, Moment. Er fragt, ob wir eine Belohnung wollen. Ja, natürlich. Ich erzähle von meiner Reise und wir könnten noch eine Unterstützung brauchen. Ein Airship-Hafen wurde im Kolosseum gebaut. Okay. Und die fliegen nach Izmir. Ich soll sagen, Patricio schickt mich. Aha. Oh, das wäre jetzt natürlich nicht die vorgesehene Reiseroute. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das annehmen soll, zumal morgen schon das richtige Schiff geht, das wir eigentlich nehmen wollten. Ich konnte nicht vermeiden, mehr Zeichen des Einflusses der Squala zu sehen, als ich zurückgelaufen bin. Eieiei, alle mit irgendwelchen Modifikationen, keramische Hände, Exoskeletons, das hier so ein zusätzliches mechanisches Skelett, das den Körper verstärkt. Interessant. Und tief ausgeschnittene Kleider. Ja, das sind Modifikationen, die man sehen möchte. Vielleicht ist Rom in der Zukunft, die Zukunft. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt jedenfalls mutiger. Und habe eine neue Route entdeckt, direkt nach Izmir. Ja, das ist verlockend. Aber ich habe ja schon gesagt, wir nehmen die Route nach Thessaloniki, dafür ist es vor allem, weil wir, eigentlich vor allem aus dem Grund, dass wir da was zu verkaufen haben. Und wir brauchen dringend weiteres Geld. Ich könnte ein bisschen Schuhe polieren in der Lobby, das ist nicht schlecht. Da kriegen wir doch ein bisschen Geld zusammen. 109 Pounds, das reicht sogar vielleicht für die nächste Reise. Gut, dann nichts wie ab dafür. Thessaloniki erwartet uns, ja, 69. Beste aller Zahlen kostet diese Reise. Nicht viel Platz für Gepäck, aber drei Koffer passen ja immerhin rein. Das ist doch ganz gut. Dann reisen wir doch ab. Mit einem Ottoman Geyik Airship. Von dem wurde uns erzählt, genau. Nicht von den Squala, sondern von Ottoman. Alles klar. Aber das interessiert uns alles nicht.
Nur die Wachen wollten unbedingt unsere Taschen durchsuchen. Natürlich haben sie nichts Interessantes gefunden. Schnupftabak ist ja schließlich nicht illegal. Aber wir waren zurückhaltend. Die hatten immerhin Gewehre. Wir wurden wie auf einer Arche zusammengepfercht. Dann wurden die Leinen losgelassen und das Schiff erhob sich in die Luft. Okay, ich kann mit Phileas Fogg, wie kann ich hier, ich kann ihn cammen. Ganz offensichtlich, aber erst um 10. Das spult jetzt vor bis 10, oder? Da kommen wir ja noch in Dubrovnik an. Machen wir da Pause? Tatsächlich. Rede ich mit dem Kapitän oder rede ich mit der Crew? Ich denke mal mit der Crew. Die Crew weiß immer irgendwas Gutes bestimmt. Diese Schiffe sind sehr sicher. Das, was natürlich sehr wichtig ist für militärische Designs. Und auch für die kommerziellen. Okay, wir machen keine Pause in Dubrovnik, wir fliegen durch. Ihm geht es ein bisschen schlechter, deswegen wollte ich auch eigentlich hier das Fog-Grooming betreiben. Flogen langsam über die Berge von Griechenland und was soll ich denn hier sagen? Den Satz habe ich noch nicht ganz verstanden, wie der anfängt. Monsieur Fogg, I suppose, would be the god of patience. Achso, er stellt sich als Gott vor, natürlich. Eine wunderschöne Aussicht. Und wir können Canaster spielen, Leuten lauschen, die Szenerie anschauen oder mich um unseren Herrn kümmern. Aber ich glaube, dann ist schon gerade die Gesundheit wieder hochgegangen. Das ist doch alles prima. Dann lauschen wir doch ein bisschen. Ich finde einen Bagdadi, wie ist denn das auf Deutsch? Ein Mensch aus Bagdad. Der aber eine unproduktive Diskussion hatte. Naja, nichts Interessantes hier zu hören. Und dann landen wir in Thessaloniki. Wundervoll. So, hier können wir ein Zeug verkaufen. Mach ich gleich mal, bevor der Markt schließt. Die Leather Braces kommen hier raus. Jawohl. Dann, was gibt's hier? Das ist interessant. Ägyptische Zigarren. Lederhandschuhe. Canadian Trains. Ich meine, die müsste ich noch eine Weile mitschleppen, bis ich in Kanada ankomme. Das lasse ich tatsächlich mal sein. Ich denke mal, das will ich später nochmal irgendwann kaufen können. Ein Traveling Cloak ist nicht schlecht, aber ich kaufe jetzt erstmal nur die Zigarren. Was heißt denn eigentlich 8 Pfund pro 100 Tage, pro 60 Tage? Wenn ihr das verstanden habt, dann sagt es mir bitte. Heißt das, das hält 60 Tage lang und dann ist aufgebraucht? Oder alle 60 Tage muss ich 8 Pfund nachzahlen? Ich meine, 60 Tage ist lang. Ich kauf's. Los geht's. Sonst haben wir nichts, was wir hier wirklich verkaufen wollen. Ich meine, die European Shipping Tables kann man bald verkaufen. Die brauche ich nicht mehr lang. Ah, hier auch beim Verkaufen. 5 Pounds für 40 Tage. Keine Ahnung. Finden wir noch raus. So, ich kann schon nicht mehr rumschwänzeln. Ich kann nur noch planen, wo wir als nächstes hinwollen. Und eigentlich wäre das ja nach Izmir, Istanbul, Athen, Bukarest vielleicht, Odessa. Aber wir haben auch keine Route zur Verfügung. Wir können im Moment nur nach Meteora Valley. Das ist schlecht. Wir haben hier schlecht geplant. Wir hätten doch nach Izmir fliegen sollen. Ich hab's vermasselt. Wir kommen hier nicht raus. Das hier fährt morgen vor 8 ab. Das wäre eine Option, aber Meteora Valley hilft uns auch nicht wirklich weiter. Das ist keine neue Route. Also eigentlich müssen wir uns in der Stadt umhören und hoffen, dass wir da was finden. Und ich glaube, eine andere Wahl als ein Hotel zu nehmen, habe ich nicht. Immerhin kostet das Hotel wohl nichts. Ne? Die Hotels sind bis jetzt immer kostenlos gewesen. Was? Ah ne, da ist runtergegangen. Am Ende der Zeit geht's runter. Die Menschen dieser Stadt sind wahnsinnig. Die gehen am Abend raus und reißen alles, was in ihrer Stadtmauer übrig bleibt, kaputt. So was habe ich noch nie gesehen. Ja gut, ist ja nicht so, als würden die Mauern irgendjemanden aufhalten. Sie umkreisen kaum die halbe Stadt und sind leicht zu überklettern, da überall Geröll aufgetürmt ist. Ach, eine junge Dame. Ich frage eine junge Dame, was sie da tun, aber sie lacht mich nur aus. Ihr kennt unsere Stadt noch nicht. Ab bald wird sie
die Gesamtheit von Nordgriechenland beinhalten. Was? Wie? Das scheint mir unwahrscheinlich. Aber egal. Die Dame bleibt nicht da. Ich dachte, ich könnte sie jetzt nach neuen Routen fragen. Das wäre doch zu schön gewesen. Sie hat einen Hammer dabei und reißt weiter Mauer ein. Na toll, na toll. Ich könnte ja helfen. Gibt vielleicht wieder Geld? Vielleicht kann ich ja was hören. Ich meine, was Besseres habe ich nicht, oder? Ich helfe mal mit. Aber macht mir keinen Spaß. Gentleman's Work ist meine Arbeit. Nicht diese Handarbeit hier. Ich würde ja gerne irgendwo hin. Meteora Valley kann ich nicht machen. Tut mir leid. Ich muss ein bisschen exploren und hoffen, dass ich was anderes finde. Meteora Valley ist für mich... Ja, sehr schön. Meteora Valley war keine Option, aber Istanbul ist eine. Ich nahm mir ein paar Stunden Zeit zum Erkunden und könnte dann mal gucken, welche Reise hier als nächstes losgeht. Izmir klingt ja ganz gut, wobei wir von Izmir noch nicht so wirklich die weitere Reiseroute haben. Kann ich das nicht irgendwie pausieren? Aber ich muss das ohne raus. Ich muss nochmal gucken, ob ich irgendwie die Steuerung für dieses Spiel finde. Und vielleicht muss ich immer noch den Sound etwas leiser machen. Das ist immer noch so laut. Und nur so ein bisschen, so ein klein bisschen. Wir haben hier unten dann einige Routen, wie wir nach Indien kommen. Also vielleicht ist mir doch keine so dumme Idee. Ja, ich würde sagen, Izmir ist eine gute Idee sogar. Was sonst? Fährt jetzt ab. Die andere Route hier nach Bukarest ist teurer. Haben wir auch nichts von. Nee, ich fahr sofort nach Izmir. Das ist die Gelegenheit. Raue See. Nee, milde See und heiße Sonnenschein. Ist doch okay. Zwei Koffer passen auch rein. Nehmen wir. Ab dafür. Gar nicht lange aufhalten. Für die Ägäis. Tag 8. Wir haben erst ein Zehntel unserer Reise und sind schon ganz schön weit gekommen. Europa ist relativ klein. Wir haben es gerade mal so aus Europa rausgeschafft, wo wir die Türkei erreichen. Je nachdem, wen man fragt. Wir nahmen die Fähre und... Boah... In der Sonne sitzen könnte leicht zum Sonnenstich führen, wenn es wirklich so ist, dass die Sonne so heiß war. Da bleibe ich lieber im Schatten. Die indische Sonne kommt aber noch. Wird uns später beraten. Wait mit den News. Möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Vielleicht kann man da ja auch was rausfinden. Zeitung lesen. Vielleicht steht auch was über uns drin. Die Pariser Weltausstellung ist ein großartiger Erfolg, aber mir stand nicht da. Na toll. Dann Passagiere reden laut, trinken Uso. Ach, ich mag das Spiel einfach. Das ist schon schön gemacht. Die haben auch anscheinend 750.000 Wörter Text hier drin. Und 11.000 mögliche Entscheidungsvariablen oder so ähnlich. Das Boot war ein bisschen wie ein Marktcafé. Und die Menge versammelt wie vor einem Konzert. Sonne ist gut für die Seele, dabei bleiben wir doch unten. Master geht es ziemlich gut. Ich würde mit anderen... Ah, spielen wir mal Canasta. Wozu haben wir die Karten mitgenommen? Ja, genau, mit einem Leppen Perser. Der ein echt schreckend guter Gegner ist. Wobei Canasta doch ein reines Glücksspiel ist, oder? Täusche ich mich da fast rein. Naja, ich kann wieder sagen, ich habe was gewonnen. Also sage ich es doch, oder? Wow, 15. Unglaublich. Nein, 30 sogar. Und eine Flasche Parfümöl. Naja, wunderbar. Warum nicht? Ich nehm's. Ich frage mich, ob was anderes passiert, aber auch was Gutes passiert, wenn ich sage, broke even. Der Hammer lässt sich hier gut verkaufen. Na dann. Oh, wir haben ja zwei Hammer. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich dachte, wir hätten nur einen. Magische Hammerverdopplung, aber egal. Weg damit. Was ist das denn hier? Desert Traveler. Desert Traveler, wir wollen eigentlich nicht in die Wüste. Heavy Storm und eine Machete. Ja, Machete klingt echt gut. Die können wir noch brauchen. Da ich eh auf jeden Fall zwei Koffer brauche, muss ich mal die Machete kaufen. Ich glaube, die European Shipping Tables kann ich verkaufen. Und dann haben wir noch ein bisschen Platz, aber die Wasserflasche, glaube ich, brauchen wir nicht unbedingt. Ist das Wüste hier in der Türkei? Ich hätte jetzt gesagt, eher nicht. Aber wer weiß. Muss man eigentlich gucken, wo wir als nächstes hinwollen.
Oh Gott, kaum habe ich geklickt, schon hat alles zu. Ich plane schon mal voraus. Von Izmir aus würde ich jetzt sehr gerne nach Antalya. Das könnten wir wieder hinkriegen, dass wir dann eine Route freigeschaltet kriegen. Letztendlich, mein Ziel ist dann Bagdad. Ich will also in den Irak. Das werden wir sicherlich am nächsten Tag erkunden. Ich würde es doch nochmal vielleicht doch ein Wüstenkit kaufen, weil Richtung Bagdad wird es wahrscheinlich sehr wüstig, aber ich habe keine Wahl mehr. Ich muss erstmal übernachten. Okay, wir sind im Hafen von Smyrna oder Izmir, wie es die örtlichen Leute nennen. Im ottomanischen Kaiserreich. Die Briten und Franzosen hatten hier ihre eigenen Konsulate und privaten Quays. Quays sind Häfen oder sowas? Kais? Das irgendwas in der Art. Aber es gibt auch Holländer und Italiener. Venezia. Ich frage mal rum, ob wir hier nicht irgendwie weiterkommen. Ein Schiff wäre jetzt auch nicht so schlecht. Da könnte man noch ein paar Städte weiterkommen. Ich hatte nicht so viel Erfolg, bis ich eine verzweifelte Geschichte erzählte von meinem Meister und wie wir vor seiner mordenden Frau wegrennen, die einen Gentleman für sein Geld geheiratet hat und jetzt natürlich dieses Geld frei ausgeben können möchte. Ja, mal gucken, ob uns das einer glaubt. Ich weiß halt nicht, ich kann jetzt sagen, dass sie es mir nicht glauben. Ich kann sagen, dass sie es mir glauben. Dann sage ich doch mal, dass sie es mir glauben. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das irgendwelche Nachteile hat. Ich werde in einer besseren Situation, wo es uns gut geht, werde ich mal die anderen Optionen besuchen. Aber im Moment möchte ich einfach eine neue Route haben. Deswegen sage ich jetzt, die glauben es uns. Da bin ich mir sicher. Und einer sagt mir, er nimmt uns mit nach Antalya morgen. Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Als der Mond aufging, bin ich verschwunden, während ein Seemann auf seiner Leier spielt. Eine wunderschöne Nacht in Izmir. Morgen ist dann wohl heute, weil das war ja wohl gestern Nacht, oder? Genau, die Route ist da. Da würde ich doch gar nicht lange mich aufhalten. 110 will er trotzdem haben. Frechheit. Das ist jetzt die Frage, wenn ich noch ein bisschen explore. Das probiere ich mal. Wenn ich jetzt noch explore, kriege ich dann eine bessere Route. 4 Stunden sollten wohl drin sein. Einmal über die Docks gehen. Ein paar Leute spielen Dominos. Schaue ich ein bisschen zu. Strategien, Counterplay. Naja. Keine neuen Routen. Die Bank hat offen. Der Markt hat offen. Ist mein Fischerboot noch da? Nein. Nein. Ich hätte es nehmen müssen. Oh nein. Ich habe es vermasselt. Das ist Mist. Dann kaufe ich jetzt doch noch die Desert Traveler Sachen. Aha. Das schützt den Kopf. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Rein damit. Das können wir vielleicht brauchen. Und dann komme ich irgendwie in Antalya an. Hier können wir auch nicht mehr bestechen. Ich habe es einfach vermasselt. Ich hätte es nehmen sollen, als es da war. Dann müssen wir einen weiteren Tag verbringen. Ich könnte mal in die Bank gehen. Lass mich in die Bank. Was haben wir? Mittwoch. Wir schauen uns mal die Bank an. Was können wir abheben? 700 morgen, 1500 in 2 Tagen, 4000 in einer Woche. 700 morgen klingt gut, wenn wir eh morgen... Ach, kann ich morgen noch in die Bank und dann das Schiff nehmen? Ach, ich fürchte, das wird einfach nichts. Ich sage jetzt mal 700 morgen. Ich guck mal, was passiert, wenn ich das dann einfach liegen lasse. Wie kommuniziert er jetzt eigentlich mit London? Was ist denn das? 1872, da gibt es Telegrafen, oder? Sicherlich. Und in dieser Welt sowieso. Gut, ich habe keine Möglichkeit. Ich muss übernachten. Und dann wird morgen die Bank zu sein. Und bis ich dann in die Bank kann, ist der Fischer weg. Der fährt um 8. Immerhin kann ich mich um Monsieur Fogg kümmern. Genau, jetzt ist er wieder bei 100. Das ist meine Beziehung zu Monsieur Fogg.
Ja, die Bank öffnet um 11. Es ist unmöglich. Ich muss los. Ich muss los. Ab nach Antalya. Uff. Ah, unser Wüstenoutfit hilft dir schon mal für das Schiff. Das ist doch mal gut. Ja, der fährt sofort ab hier. Das hätte ich auch sehen können vorhin. Das hätte ich gestern Morgen sehen können, wann der abfährt. Wenn ich da genauer drauf geachtet hätte, dann hätten wir das mitgekriegt. Und wären hier nicht einen Tag stecken geblieben. Aber wie auch im Buch, Passepartout macht einfach Fehler, verliert Geld, ruiniert Chancen. Es kann nicht immer alles glatt gehen bei einer Reise um die Welt, sonst wäre es ja nicht spannend. Okay. Ein kleines Boot mit verschiedenen Arten Fisch. Ich würde mal mit Menschen reden. Monsieur Humphrey. Haben Sie meine Frau gesehen? Was? Erzähl mir was über Antalya. Meine Tante hat das Handelsschiff Nefertiti von Antalya nach Beirut genommen. Das klingt gut. Antalya Bagdad, das ist genau die Route, die ich suche. Bitte, bitte, sag mir was dazu. Ja, nein. Ah, oh, nutzlos. Hey, Antalya Alexandria wurde mir auch vorgeschlagen, dass ich nach Alexandria fahre. Warum nicht? Was erzählt er mir? Das ist total zu unzusammenhängend zu dem, was ich frage. Ich kann von Peking nach Vladivostok? Na toll, danke. Kriegt nichts. Ich kann ihm hier die Perfumed Oils anbieten. Mach ich doch mal. Und dann möchte ich mehr wissen über Antalya. Ich möchte vielleicht von da aus nach Teheran. Teheran ist auch gut. Das ist im Iran. Ja, Teheran ist super. Der Mensch ist so nutzlos. Tunis ist dumm. Aden kenne ich nicht. Ich frage mal nach. Er hat einfach keine gute Antwort für uns. Seine Frau wurde in Izmir geboren. Really? Okay. Erzähl uns mehr über Bagdad. An der Grenze vom Ottomanischen Reich und ihren persischen Verbündeten. Von Bagdad komme ich da vielleicht nach Bandar Abbas. Der weiß einfach nichts. Ich gebe ihm englische Gedichte. Habe ich ihm das beides jetzt geschenkt, oder wie ist das? Ich glaube, ich schenke ihm das gerade, damit er mir mehr erzählt. Okay, erzähl mir was über Alexandria. Von Alexandria nach Dubai, ja, okay, whatever. Dubai. Alexandria nach Quetta. Hat einfach keine Ahnung. Er hat einfach keine Ahnung, der Mann. Nach Suez. Aha, immerhin, da gibt es eine Bootroute. Ach nee. Ach, guck mal, da habe ich doch was entdeckt. Sehr schön. Genau, die Vladivostok-Route, die ist vielleicht sogar nicht mal nutzlos. Von Peking nach Vladivostok klingt einigermaßen machbar für die Zukunft. Ich glaube, unsere Folge nähert sich auch dem Ende. Ich denke mal, wir werden eine Pause machen, wenn wir hier ankommen. Ich hätte ein Fischer sein können. Das Glitzern der Wellen, das einen in den Schlaf wiegt. Wenn die Fische nur nicht so glitschig wären. Das frei fließende Bier. Bier? Okay. Und das Platschen, wenn man die Fische lebend wieder zurückwirft. Ja, Passepartout, du weißt genau, wie man fischt. Das macht die Fischer wütend. Oh, okay. Interessant. Mein Master schaut von seinem Buch hoch und sagt mir, ich stinke nach Fisch. Danke, danke. Das habe ich jetzt gebraucht. Ich bin einfach kein Jäger. Meine Beziehungen sinken etwas, hat es mir gesagt, aber es hat eigentlich gar nicht gestimmt. Sie sind nämlich nicht gesunken. Okay. Wir sehen weitere Boote. Einige Fähren. Ich frag mal einige Fischer, wo die so hinfahren. Per Schiff ist es das schnellste. Außer per Luftschiff, sage ich. Aber
Achso, die sagten andere. Aber das sind alles private Luftschiffe von Antalya aus. Man muss die richtigen Leute kennen, um an Bord zu kommen. Und ich denke mal, das tue ich nicht. Na gut, aber wir sind endlich wieder auf Land und Monsieur Fogg möchte ein Bad. Dringend. Ach was, dem geht's doch gut. Dem geht's doch alles ausgezeichnet. So, ich werde schnell noch auf den Markt gehen. Verkaufe das Blanket, damit wir ein bisschen Geld haben. Alexandria, Beirut liegt auf unserer Route, oder? Bin ich jetzt falsch? War das nicht eine der nächsten Stationen? Ich kaufe mal die Spices. Bagdad, Teheran, klingt super, möchte ich. Und die indische Timetable, möchte ich eigentlich auch. Was kann ich dafür verkaufen? Vielleicht die Wollhosen, die brauchen mich momentan eh nicht. Und ganz ehrlich, die... Ah, schwer. Die ägyptischen Zigarren sind, glaube ich, erstmal nicht so interessant. Wohl, nee, Brazilian... Die English Poetry ist einfach so. So, dann können wir uns die indischen Timetable leisten. Ich möchte keinen extra Suitcase im Augenblick, weil ich Angst habe, dass die nächsten Transportmittel möglicherweise nicht genug Platz an Bord haben für drei Koffer. Und dann müsste man irgendwas zurücklassen, das wäre schlecht. Wir haben eine neue Route von Quetta nach Karachi und von Bombay über Bangalore, Madras. Ah, das wird langsam eine richtig schöne Route hier. Schaut euch das nochmal genau an, damit ihr mir in den Kommentaren sagen könnt, welche Route wir idealerweise nehmen sollten. Ich gehe einfach nochmal in den Planungsmodus. Das ist jetzt eh nichts mehr an diesem Tage. Die Kamera ist ein bisschen komisch auf der Map hier. Ich würde die gerne ein bisschen höher gestellt haben, aber es geht erst, wenn ich richtig rauszoome. Glaube ich. Außer ich habe hier irgendwie... Current Location? Nein. Ich habe, glaube ich, keine Möglichkeit, sie irgendwie zu kippen, die Kamera. Ich kann sie bewegen, ich kann sie zoomen. Mehr kann ich nicht. Okay. Also wir könnten jetzt über Beirut, da können wir Sachen verkaufen. Dann über Alexandria und Suez nach Jeddah. Über Aden nach Bombay. Oder alternativ können wir gucken, wenn wir in Beirut landen, dass wir uns nach Bagdad durchschlagen. Da habe ich nämlich gerade für eingekauft. Und dann über Teheran und Quetta in Nordindien ankommen. Dann können wir vielleicht den indischen Subkontinent umgehen, indem wir durch Pakistan reisen. Okay, Delhi ist auch schon Indien. Indien ist groß. Durch Pakistan reisen, also ein bisschen kontinentale Reise oder ein bisschen Ozeanreise. Wir könnten natürlich auch nach Manama und von da aus mit dem Schiff über Dubai, Muscat, da kommt bestimmt noch was an Routen. Gibt viele Möglichkeiten, schreibt mir einfach wie immer in die Kommentare, was ihr am coolsten findet und ich werde versuchen, mich daran zu halten. Ups, das war gar nicht meine Absicht hier, geradezu vorzuspulen. Irgendwie konnte ich beim letzten Mal auch andere Spieler sehen. Bin bis jetzt 2400 Meilen, am liebsten mit dem Zug, 11 Tage unterwegs. Okay. Naja. Ich guck mal, wann das Spiel jetzt gespeichert hat. Um 7. War das noch nach dem Verkaufen? Dann würde ich, glaube ich, noch das Hotel anklicken, bevor ich abspeichere. Ja, das klingt gut. Ab ins Hotel. Ach, da kommt natürlich noch eine Nacht. Da haben wir doch noch ein bisschen was für die Folge. Wird doch noch eine lange Folge wieder. Kalechi, keine Ahnung. Das historische Zentrum von Antalya. Und türkische Hafenarbeiter laden venezische Kisten aus. In einem französischen Warenhaus. Ist ja Multikulti hier. Und die sprechen sogar Französisch, das ist doch gut. Monsieur Fontaine. Na gut. Ist das denn ein guter Arbeitgeber? Warum frage ich? Sind wir vielleicht Monsieur Fontaine? Nein! Ich meine natürlich ja! nein, natürlich nicht, das war ein Scherz. Oder auch nicht? Ich weiß nicht, mal gucken, ob sie es mir glauben. Ist erst kürzlich ein Herzschmerz erlitten? Was? Nein, das war ein gutmütiger Geselle, der gerne Freunde macht. Und
Moment, ich muss denen jetzt Geld geben, oder was? Weil ich in meiner Rolle als Monsieur Fontaine hier bin? Fontaine hier bin? Ich hoffe, ich habe das hier gerade nicht richtig verstanden. Gott. Achso, vielleicht kriege ich aber auch Geld. Ich gucke mir auf jeden Fall mal an, was die hier handeln. Schau mir ein paar Kisten an. Und dann kann ich mir was einstecken. Aber ich habe doch gerade den Koffer voll gemacht. Oh. Vielleicht können wir irgendwas rausschmeißen. Na gut, ich schnapp mir mal was. Jetzt, das möchte ich aber auch wissen. Was habe ich denn jetzt bekommen? Venezisches Glas. In Riad, sehr wertvoll. Okay, na gut. Na, haben wir halt einen Koffer mehr. Was soll's. Gut, dann jetzt aber auch wirklich Pause hier. 6.30 Uhr wurde gespeichert. Und wie immer, schreibt mir, wo ich lang soll. Und ich werde es versuchen, so gut wie möglich zu befolgen. Alles klar, bis dann. Bis zur nächsten Folge. Macht Spaß, das Spiel.